Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier im Whisky-Club. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich lade euch ganz herzlich ein, mit mir zusammen heute wieder einen neuen Whisky zu verkosten. Yo! Und hier steht er, und zwar ein Whisky aus der Brennerei Glengarry. Es schreibt sich zwar Glengarioch, aber es spricht sich Glengarry. Und zwar ist Glengarry eine Highland-Distillerie, gelegen ganz im Osten von Schottland, hier an der Küste. Da drüben liegt sie. Und gegründet 1797, also schon eine verdammt alte Destillerie. Nicht besonders groß. Wir haben ein Produktionsvolumen, ein jährliches von etwa 1 Million Liter. Damit sind sie ein Zehntel so klein wie zum Beispiel Glenfiddich oder Glenlivet. Und sie gehören heute dem japanischen Spirituosenkonzern Suntory. So viel mal zu den Eckdaten. Wir haben hier von Glengarry schon zwei Tropfen probiert, den 12er und den Founders Reserve. Ich weiß nicht mehr genau, was wir denen gegeben haben. Der 12er war, glaube ich, nicht so dolle, Founders Reserve etwas besser oder war es umgekehrt. Wie auch immer, ich hatte diese Brennerei eigentlich nicht mehr wirklich auf dem Schirm, bis ich dann Rezensionen gelesen habe über dieses Exemplar hier. Und da habe ich gedacht, okay, den musst du unbedingt nochmal probieren. Und zwar handelt es sich um den 15-Jährigen in Fassstärke und gereift ausschließlich in Oloroso Sherryfässern. Ich halte den hier mal in die Kamera. So sieht die Flasche aus. Ganz typisch für Glengarry, dieses bisschen stumpige, kräftige, bullige Flaschendesign, was ich persönlich ganz nett finde. Ja, und was sich in der Flasche befindet, das ist etwas, was ich noch viel netter finde. Denn wir haben es hier mit einem Whisky zu tun, der mit 53,7 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt wurde. Der die gesamten 15 Jahre über, wie gesagt, in Sherryfässern reifen durfte. Und der nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt ist. Mal einen kleinen Blick auf die Farbe. So sieht das aus. Traumhaft, oder? Also ein wunderbarer, dunkler Goldton. Fast schon so in Richtung Mahagoni gehend. Herrliches Sherry. Eine herrliche Sherry-Farbigkeit. Und ich bin gespannt, was dieser Whisky zu bieten hat. Er ist übrigens, oder war seinerzeit, nur im Duty-Free erhältlich, kam dann aber doch auch irgendwie in die Internet-Shops und da habe ich ihn dann auch ergattert. Preislich natürlich für so einen Whisky nicht gerade niedrig, 90 Euro habe ich damals bezahlt. Mittlerweile ist er fast nirgendwo mehr zu bekommen, leider, leider. Schaut mal rum, ob ihr den noch irgendwo findet. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit diesem Video, das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte den eigentlich unmittelbar nach dem Kauf verkosten und hochladen sollen. Jetzt, als ich mal wieder geschaut habe, war er schon überall weg. Aber vielleicht die Kenner unter euch, die bestimmte Quellen haben, die kommen vielleicht nochmal dran. Und vielleicht lohnt es sich ja. Das werden wir gleich sehen. 53,7% Alkohol, das werde ich nicht unverdünnt testen. Ich werde von Anfang an mal einen kleinen Schluck dazu geben. So, ist wahrscheinlich noch nicht genug. Wahrscheinlich muss ich noch mal ein bisschen mehr Wasser dazu geben, um ihn noch stärker runter zu verdünnen. Aber für einen ersten Eindruck auf der Nase wird es reichen. Schwere, dunkle Früchte, Rosinen, Sultanin, getrocknete Pflaumen, aber auch geröstetes Brot. Ich habe eindeutig ein paar Röstaromen in der Nase. Kein Rauch, aber Röstaromen. Von frisch geröstetem Kaffee beispielsweise. So etwas in der Richtung. Wunderbare, schöne, dunkle Sherry-Aromen, dunkle Schokolade, Honig,
und dann eine intensive Würzigkeit. Eine Würzigkeit, die ich vielleicht umschreiben würde mit Muskatnuss und ein bisschen Nelken. Ja, traumhaft. Schwer, voll, massiv. Also das ist ein Sherry-Monster, so wie man es liebt. Von der Nase her vielleicht vergleichbar mit einem Glendronach Parliament oder einem Glendronach Allardyce. Das ist so das Beuteschema und das ist absolut mein Beuteschema, denn ich liebe diese kräftigen, wuchtigen, sherry-gereiften Whiskys. 15 Jahre ausschließlich in Sherry-Fässern, da kommt natürlich was rüber. Klare Sache. Tja, probieren wir mal. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist ein Whisky, der mich echt aus den Schuhen haut. Der ist beeindruckend gut gelungen. Das hätte ich mir von Glengarry gar nicht so erwartet. Also Respekt. Dunkle Röstaromen, fast schon ein bisschen verbranntes Toastbrot. Dann florale Kräuternoten. Was sind das für Kräuter? Salbei, Rosmarin. Kandierte Orangen. Dann Rosinen, Bratapfel. Ah, da kommt so die ganze Vielfalt der Weihnachtsbäckerei mit. Habt ihr schon mal Printen gegessen? Aachener Printen? Finde ich hier wieder. Absolut. Das ist wirklich ein toller sherrygereifter Whisky für dunkle Winterabende vorm Kaminfeuer. Also wer nicht auf rauchige Whiskys steht, aber nichtsdestotrotz wuchtige, schwere Whiskys mag, der ist bei dem bestens aufgehoben. Der ist absolut gelungen, ein toller Whisky. Geschmacklich, vor allem jetzt nach hinten raus, ist er auf der trockenen Seite. Es ist kein so ein süßer, sondern tatsächlich, jetzt kommen so leichte Bitterstoffe noch mit, Bitteraromen aus der europäischen Eiche, aber nicht störend. Ihr wisst, ich bin ein bisschen empfindlich, was diese Bitteraromen betrifft, aber überhaupt nicht störend, sondern ergänzend. Passen wunderbar zu dem runden Gesamteindruck dazu. Der Abgang ist lang, immer noch Röstaromen. Immer noch dunkle Schokolade und Kaffee, Nüsse. Ja, ihr merkt, in welche Richtung das geht. Ne? Also, wer Glendronach Whiskys mag, wer Aberlour Whiskys mag, der sollte mal schauen, ob er nicht von dem mal eine Flasche irgendwo noch ergattern kann. Ich kann ihn zu 100% empfehlen. Es ist ein toller Whisky. Wow. Ich bin so happy, dass ich den damals direkt gekauft habe. Das ist natürlich immer ein Risiko. Ne? Man liest Empfehlungen, man denkt sich, ja, ist das was für mich? Vielleicht auch nicht. Ich hatte auch schon den Fall, wo so ein schwerer, sherry-fast gereifter Whisky mich massiv mit seinen Schwefelaromen gestört hat. Hier überhaupt kein Schwefel. Null. Gar nichts. Wie gesagt, immer ein Risiko. Aber in diesem Fall hat sich das Risiko gelohnt. Und der Whisky bekommt von mir eine gute Wertung. Er wird auf jeden Fall über die 90er Marke hinüber schwappen. Und zwar gar nicht mal zu knapp. Er bekommt von mir 94 von 100 Punkten. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt diesen Gem hier noch in aller Seelenruhe verkosten, genießen. Ich hoffe, ihr macht das Gleiche auch. Ich hoffe, ihr lasst diesen Abend auch noch wunderschön ausklingen. Vielleicht auch mit einem Gläschen Whisky. Und ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche. Und wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal. Am nächsten Sonntag gibt es ein neues Video von mir. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.